Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal, mein Name ist Gunnar und heute haben wir ein Hello Kitty Special. Genau, wir haben nämlich Hello Kitty bei uns und wir haben zwei Hello Kitty Überraschungseier und eine Hello Kitty Überraschungskugel. Wir fangen mal mit dieser Kugel an und ich kann euch jetzt schon verraten, dass auch hier ein Hello Kitty Spielzeug drin ist. Also los geht's, ich mach das Ganze mal auf und dann gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, was wir hier so finden werden. So, ja, definitiv ein Hello Kitty Spielzeug. Das hat man auch schon von außen gesehen, denn die Hälfte von diesem Ei, von dieser Kugel, ist ja glasklar transparent. Und hier haben wir Hello Kitty als Pizzabäcker. Oder ist das eine Pizza oder ein Kuchen? Naja, ich hole das erstmal raus. Das ist nämlich noch in so einer Tüte eingeschweißt. Und hinten dran an dieser Figur, da ist ein Saugknopf. Das kann man sich also zum Beispiel irgendwo hin an Fliesen oder ans Fenster machen. Und ich finde, das ist eine Pizza, könnte aber auch ein Kuchen sein, ist aber auch nicht schlimm, denn das ist auf jeden Fall eine super süße Hello Kitty Figur. Naja, ist schon mal ziemlich interessant, und sowas haben wir ja noch nicht gehabt, glaube ich. Die Figur ist mir zumindest neu und wir gucken jetzt mal hier in diesen Zettel, was man hier noch alles so bekommen kann. Ja, es scheint also verschiedene Figuren von zu geben, alle mit Hello Kitty und wir haben diese Pizza-Bäckerin, ja, hier steht es geschrieben, es ist Pizza, kein Kuchen. Hätte ja auch normaler Kuchen sein können. Aber definitiv ist das also Pizza. Und ich bin schon mal gespannt. Vielleicht werden wir in Zukunft noch mehr von diesen Eiern aufmachen. Egal, wir machen mal weiter, denn wir haben noch zwei weitere Hello Kitty Überraschungseier. Nämlich ein Schokoladenei und dieses Plastikei. Und wir gucken jetzt gemeinsam mal hier rein, was da wohl drin ist. So, naja, wir gucken mal. Diese Eier sind ja nicht so ganz neu. Auf dem Kanal hier haben wir ja schon öfters mal diese Hello Kitty Eier geöffnet. Und in der Regel gibt es ja hier diese Süßigkeiten, Aufkleber und ein Hello Kitty Spielzeug. Aber ich bin schon mal gespannt. Also. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben natürlich Süßigkeiten. Das sind diese typischen Hello Kitty Süßigkeiten. Was ich an den Süßigkeiten gut finde, ist, dass dieses Weiß und Pink gut auf Hello Kitty abgestimmt ist. Und dann haben wir Aufkleber. Ja, jede Menge Aufkleber. Und wir haben ein, ja, sieht aus wie ein Armband. Ja, sieht definitiv nach einem Hello Kitty Armband aus, oder? Mit ein Herzchen dran und ein paar Sternchen. Ich muss das hier erstmal aus der Tüte befreien. So, und das gucken wir jetzt mal wie immer ein bisschen genauer an. Ja. Ein Armband oder eine ein bisschen zu kurz geratene Kette mit Hello Kitty dran auf ein Herzchen. Naja, schon mal nicht verkehrt. Ich glaube, so ein Spielzeug haben wir noch nicht in ein Hello Kitty Ei gefunden. Auch das ist mir bisher eigentlich unbekannt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir schon mal auf diesem Kanal so ein Spielzeug geöffnet haben. Also wir hatten schon verschiedene Hello Kitty Eier, aber das kenne ich noch nicht. Ist auch egal, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Hello Kitty Ei. Das ist das dritte Hello Kitty Überraschungsei. Das ist so ein Schokoladenei. Naja. Haltet euch fest, los geht's. Vielleicht kriegen wir diesmal wieder eine Hello Kitty Figur. Vielleicht aber nur ein Schmuckstück, wie ein Ring zum Beispiel. Habe ich alle schon in diesen Eiern gefunden. Aber wie immer, man weiß vorher halt nicht, was da wohl drin ist. So, also die Schokolade mache ich mal beiseite. Die zerbricht mir auch noch ein paar mehr kleine Teile. Ist auch nicht so schlimm, denn wir gucken jetzt mal in diese Kapsel. Ich habe das Gefühl, ich bin mir noch nicht sicher, dass hier eine Hello Kitty Figur tatsächlich drin ist. Hey, guckt mal, tatsächlich, wir haben eine Hello Kitty Figur. Ich muss die mal hier rausholen erstmal. Aber da bin ich besonders froh drüber, denn diese kleinen Figuren, die sammle ich nämlich. Und hier haben wir Hello Kitty im Badeanzug mit einem Surfbrett. Genau, ein kleines Surfboard. Ich wusste gar nicht, dass Hello Kitty surfen kann. Naja, auch nicht schlecht, was Hello Kitty alles so kann. So, dann gucken wir nochmal, was es hier alles so gibt. Das sind wirklich ziemlich viele verschiedene Figuren, wie ich finde. Und hier rechts könnt ihr sehen, das ist Hello Kitty mit dem Surfbrett. Ja, was war euer Lieblings-Hello Kitty-Ei? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt über eure Meinung. Meine Lieblings-Hello Kitty ist diese Hello Kitty mit der Pizza hier. Da kriege ich nämlich gleich Hunger auf Pizza.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den UI-Kanal auch abonniert. Wir sind nämlich hier alle gemeinsam das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Bis dahin, tschüss!